Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist AndiRoyalP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir das letzte Holoband von Ellie Winter gefunden und Nick ist irgendwie noch gar nicht herausgekommen. Und ja, wir wissen, wo der Typ sich befindet. Kommt mir sogar bekannt vor, der Name. Ist doch, glaube ich, genau das, ne? Gehen wir mal dahin. Ist doch da mit dem Zahlencode, ne? Wo ich schon mal war, wo die Raider waren und so. Also ja. Vincent, ich meine, Nick ist Vincent. Vincent Valentine, ja. Nein, Nick Valentine hat sich schon mal auf den Weg gemacht, obwohl er nicht aus diesen Zellen rausgekommen ist. Und ja. Keine Ahnung, aber er wird wahrscheinlich da sein, wenn ich mich dahin porte. Deswegen porte ich mich dahin und ja, das ist das, was ich machen werde. Gut. Wer ist da? Endstation! Und ihr seid natürlich. Was zum? Wo ist der kleine Wichser hin? Was? Hier sind noch die Leichen von euren Kollegen. So, die sind nicht. Oh, ihr seht mich nicht. Brauchst dich nicht verstecken. Oh Mann. Hier waren wir doch erst vor kurzem. Komm zurück! Ich hatte gerade voll den Spaß. Was geht, na? Ich habe letztens schon alles platt gemacht. Mann, ist das wieder legendär, also kannst mich noch mal. Ich habe mich jetzt sowieso wieder voller weg, ne? Wo willst du mich eigentlich? Also, da muss die Punkt genau treffen, aber wenn ich irgendwie einen Zentimeter zu nah bin, dann werde ich getötet, ey Junge. Oh, Glück. Plus zwei Glück. Schlecht, hier war ich letztens schon. Der Name kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber wer hat's hier durchzukommen? Wer ist hier so mutig? Wer will ein Held sein, ne? Hier ist niemand. Ha. Mein Abzug ist schneller. Tone auf schnell. Jetzt geht er alle runter, was muss ich sagen. Ich habe noch ein Magazin, jetzt bekommen wir mehr Schaden mit das und die im Zielfernrohr. Haben beschert, ne? Werden auch solche Zielfernrohre, also so ganz normale, nur so Scharfschützen-Zielfernrohre. Egal. Gibt's halt auch einen Perk, ne? Wo Waffen mit Zielfernrohr mehr Schaden anrichten. Muss ich mir vielleicht holen. Ne? Kann jede Waffe ein Zielfernrohr anbauen. Ich freue mich so. Wo kann man sich mehr Schaden erschaffen? Sollen wir sein Schloss aufmachen? Ha. Wir sollten Eddie nicht warten lassen. Oh, oh Mann. Das ist sicher. Gehen wir jetzt verstecken. Was zum? Wir waren doch schon mal hier drin, ey. Ich will schon wieder erlegen. Vor allem auch noch vor kurzem. Immer noch nicht unter 1000. Ich wollte schon sagen, bist du jetzt abgehauen? Ich
Oh. Ah, nehme ich jetzt nicht mit. Schlagkammer, er wiegt so eine Tonne. So, kann ich jetzt ja alles nochmal neu looten. Ich war noch kurz mehr. War noch nicht mal 20 Parts oder so, glaube ich. Ich hier war. So, kannst du wieder auf uns losgehen, weil wir irgendwie schießen. Aktivierung Protektron zu schließen. Okay. Gut, dann komm. Hä? Warum sagt der denn, dass ich da muss? Vor allem, wir haben die Abkürzung ja schon, glaube ich. Oder? Nee. Das hier. Weil ich glaube, ich habe schon Abkürzungen so frei gemacht hier. Muss ich ja, wenn ich hier schon durchgegangen bin. Ich kann alle Sachen nochmal aufschließen. Nochmal neu looten. Neue Haarklammern kaputt machen. Das wär's. Ja, dann wollen wir so viel tragen, Mann. Wäre ich gar, wenn er mir eine Fähigkeit geben würde, mich mehr tragen kann. Ja. Ich hätte mal vor. Ah, du bist da. Level 7 auch noch. Ganz schön erwischt. Meine Güte. Da kommt jemand. Hey, da sind sie wieder. Nichts. Hallo? Einfach an Nick vorbeigelaufen. Autsch. Oh, kannst du mich mal in Ruhe lassen? Splitterdrainage. Also schlecht. Boah, die hat es mir natürlich angetan. Nee, stimmt, ich bin von der anderen Seite, glaube ich, reingegangen, oder? Jetzt habe ich auch nichts mehr auf. Vier Erfahrungspunkte merke ich gerade. Wie dachtest du denn, dass das läuft? Wieder kaputt geht. Ja, später kann er an die Mia. Boah.
Jetzt kriegt mein Level up heute noch. Nimm das! Da. Ja, einfach hier hinkommen und einfach alles zerstören. Hör mal hier. Nick, ohne dich hätte ich es nie so weit geschafft. Mann, du sollst verdammt ein paar. Sollst mir verdammt nochmal ein paar Sachen abnehmen. Ich bin voll Nick. Und hier ist gleich dieser komische Ring, Boxring. Was war das davor? Ich glaube, das war sogar davor. Noch nicht. Ja, die sind tot. Die sind noch tot. Ja, du gibst den Code ein. Ich habe ihn schon wieder längst vergessen. Nick. Wir sollten Eddie nicht warten lassen. Diese schleimige Kröte ist auf der anderen Seite der Tür. Warum erweist du ihm nicht die Ehre? Natürlich. 1, 9, 5, 3, 7, 2, 8, 4, 0, 6. Was zum? Was geht? Wer zum Teufel bist du? Eddie, ich bin's. Mac fickt dich selbst von den Bullen. Nach so langer Zeit ist die erste Person, die mich besucht, ein Klugscheißer. Warum kann ich eine sexy Blondine sein? Aber wie zum Teufel bist du? Nein. Was wäre, wenn ich eine sexy Blondine gewesen wäre? Sag nicht, du hast meinen Code geknackt. Auf den Holobändern. Hey, waren ja nur, wie viel? 200 Jahre? Hör zu. Ich weiß nicht, womit du hier gerechnet hast. Mit Gold, Juwelen, den Geheimnissen des Universums. Stattdessen kriegst du mich. Einen Kerl. Ein Ghoul, so könnte man mich nennen. Der lebt. Überlebt. Und was ich hier habe, kannst du nicht haben. Dieser Code war ein Witz. Ich wollte nur zeigen, wie dumm die Bullen waren. Ziemlich dumm, wie es aussieht. Schafft eure Ärsche jetzt woanders hin. Ich gehe nirgendwo hin, bis ich habe, weswegen ich hier bin. Ach ja? Und was soll das sein? Und wer bist du überhaupt, hm? Du kommst dir bekannt vor, aber was bist du? Irgend so ein Roboter? Sieht es jetzt so da draußen aus? Eine Welt beherrscht von Robotern? Ich hab's gewusst. Ich heiße Valentine. Nick Valentine. Erinnerst du dich? Valentine? Der Bulle? Der sollst du sein? Sorry, mein Freund, aber du bist nicht Nick Valentine. Du bist nur eine Maschine. Du hast meine Verlobte umgebracht. Jennifer Lance. Es gibt Verbrechen, mit denen kommst nicht mal du durch, Winter. Deine Verlobte? Du meinst Valentines Verlobte. Hübsche Braut. Eine Schande, was ihr zugestoßen ist. Aber hey, du, oder du weißt schon, der echte Valentine. Er hätte verschwinden sollen, als er die Gelegenheit hatte. Aber hey, Roboter, was kümmert's dich überhaupt? Vor 200 Jahren geht ein Mädchen hops. Und du kommst zu mir und markierst den harten Mann? Mann, schau dich doch an. Du bist doch noch nicht mal lebendig. Dann bin ich ja in guter Gesellschaft. Du kannst mir nichts anhaben. Okay. Oh, schießt du den. Scheiße. Ich verdiene mich hier erst. Scheiße. Noch nicht. Okay. Ich hatte gedacht, man könnte ihn vielleicht noch ein bisschen da rausreden, aber... Wir sind hier fertig. Er hat das geliebt. Aber ich muss noch eine Sache erledigen. Ich hätte gegen deine Gesellschaft nichts einzuwenden. Na, warte. Was für Dienstkleidung. Oh, lass doch erstmal hier... Lass doch erstmal hier alles öffnen, Mann. Ah! Verborgenen Schätze, Juwelen. Davon hat er doch geredet. Er hat gelogen. Geschafft. So. Hm.
Na komm. Na komm. Also. Dieses blöde Feuerzeug, ne? Ich sag mal, Stahl wird mehr wiegen. Noch keine Zeitschrift, keine Wackelpuppe oder so. An Claire, ja. Eddie, ich weiß, es ist viel zu lange her, aber ich bin okay. Wir sind okay. Ich weiß, dass es komisch ist, dass ich gerade dann verschwunden bin, als sich alles etwas beruhigt hat. Aber es gibt einen Grund dafür. Wir haben darüber gesprochen. Es passiert. Und zwar bald. Bomben, Raketen. Ich weiß es nicht so genau, aber das Ende kommt. Ich will dir lieber nicht sagen, wie viel ich meinem Kumpel im Militärgeheimdienst gezahlt habe, um an diese Information zu kommen. Den Schutzraum zu bauen, war also wohl doch eine gute Idee, was? Aber Baby, da ist noch eine Sache. Der Grund, weshalb ich schon eine Weile weg bin. Kennst du diese bescheuerten Brüder von Wicked Shipping? Die, die das radioaktive Material schmuggeln? Ich habe Druck bei denen gemacht, habe etwas von dem Zeug bekommen. Ich arbeite mit diesem Doktor aus Ostboston zusammen. Typ ist ein Genie. Ich weiß, ich glaube, Nick granatiert hier. Aber ja. Er hat diese Theorie. Setzt man menschliche Zellen der richtigen Strahlungsmenge aus, mutieren sie. Sie verändern sich. Baby, ich könnte für immer leben. Ja, ich weiß. Es könnte mich auch umbringen. Aber das Risiko gehe ich ein. Aber dich kann ich nicht verlieren. Also bin ich das Versuchskaninchen. Und ich habe mit der Behandlung schon begonnen. Keine Sorge, dir geht's gut. Mehr als das. Ich fühle mich großartig. Ich glaube, diese verrückte Scheiße funktioniert wirklich. Irgendwann wird dieser Krieg vorbei sein. Dann werde ich nach Boston kommen und da weitermachen, wo ich aufgehört habe. Zukunft wird mir gehören. Ich schätze, du wirst dann schon längst tot sein. Behalten wir uns nicht mit solchen Sachen auf. Also pass auf. Komm morgen Abend in den Sandwichladen. Dann gehen wir zusammen in den Schutzraum und warten auf den großen Knall. Und du solltest dich mental etwas vorbereiten. Ich sehe jetzt etwas anders aus. Aber Liebe geht schließlich auch unter die Haut, oder? Ja. Ich tue der Welt so wie dazu. Oh, wie die nach jedem Schuss sich nach links oder rechts irgendwie geht, regt mich so auf. Du gibst nicht auf, was? Wie dachtest du denn, dass das läuft? Ja. So, Level up. Ha. Der alle Patronen auch gesammelt. Was hat Dinge dafür? Ja. Ja, damit. Gut, Nick, bleib hier. Wo willst du noch hin? Mir sagt mir einfach, was los ist. Meine Folge Nick, ich weiß nicht. Er kann jetzt überall hinlaufen. Das wird nicht lang dauern. Hier ist es. Hier, vor 200 Jahren, hat einer von Eddies Jungs, Jenny Lance, eine Kugel in den Rücken gejagt. Jetzt ist Eddie genauso tot wie Jenny und Nick. Und ich bin ratlos. Ich weiß nur, dass Eddie ohne dich noch auf freiem Fuß wäre.
Der Sieg über Winter war keine leichte Sache. Alles in Ordnung bei dir? Keine Ahnung. Das muss ich erst einmal alles verdauen. Winter war es. Die einzige Erinnerung des ursprünglichen Nick Valentine. Der letzte Beweis außerhalb eines längst verlorenen Institutarchivs, dass ich nur eine mechanische Kopie eines Polizisten einer vergangenen Zeit war. Weiß nicht, wie ich mich fühlen soll. Spielt das wirklich eine Rolle? Winter, Jenny, Valentine, alle tot. Wir sind hier. Wir leben in der Welt, die wir uns schaffen. Du hast recht. Ich habe nur bis jetzt gebraucht, um das zu erkennen. Denn ich war Nick Valentine. Ich hatte seine Erinnerungen, seine Ängste, all die Hoffnungen dieses armen Kerls. Ich weiß noch, wie ich den Anruf bekam, dass ich in ein Labor in Cambridge kommen sollte wegen der Neurotrans, was auch immer. Und als nächstes sitze ich in einem Müllhaufen. Meine Familie, mein Zuhause, mein ganzes Leben, alles weg. Und dann erkenne ich, dass all diese Dinge mir ohnehin nie gehört hatten. Alles, was ich je war, gehörte Nick. Ich hatte gehofft, dass ich endlich frei wäre, wenn Winter und der letzte Rest der alten Welt verschwunden sind. Aber jetzt, da ich dich kenne, wird mir endlich klar, dass es bei der Sache mit Winter nicht um Nick oder Jenny oder auch nur um dich oder mich ging. Es ging um Gerechtigkeit. Darum, das Richtige zu tun. Und diese gute Tat, die gehört uns. All das Gute, was wir getan haben, gehört uns. Und nur uns. Und auch wenn das das Einzige auf der Welt ist, das je mir gehört, und nicht Nick oder dem Institut, sondern nur mir, dann kann ich glücklich sterben. Und nichts davon wäre ohne dich überhaupt passiert. Ich weiß nicht, ob ich dir dafür je genug danken kann. Hey, bleiben wir mal professionell, ja? Ich will ja nicht, dass du ein Leck bekommst. Gut, wie du willst. Aber eins möchte ich dir trotzdem sagen. Danke. Gut, gehen wir. Es bringt niemandem etwas, wenn wir hier herumstehen. Okay. Haben wir auch die Fähigkeit von ihm bekommen. Aua. Ist jetzt erreicht, natürlich ein Verbundenschub für Nick. Erst den Skill Nähe zum Metall. Wenn du noch mit mir zusammen reisen willst. Ich werde nicht böse, wenn du nach all dem eine Weile allein sein möchtest. Aber klar, packen wir es an. Schön, das zu hören. Komm, das waren viele Fragen. Lass uns verschwinden. So, Nähe zum Metall. Das muss jetzt aber gut sein für all den Stress hier. Nick Valentine, dank deiner Beziehung zu Nick Valentine hast du einen zusätzlichen Versuch und 50% schnellere Terminal-Abklingzeit bei Mecken. Boah, das war jetzt wirklich nicht wert. Nee, das war es wirklich nicht wert. Aber egal, haben wir es erledigt. Nächstes Mal war ja nicht Hancock oder so dran oder Curry. Mal schauen. Well done, keine Ahnung. Jedenfalls, ich beende den Part dann hier. Ich muss mal aufleveln, genau. Das wäre vielleicht eine Idee. Und ich nehme dann lokale Anführer 2, damit ich in Werkstätten Läden und Arbeitsstationen bauen kann. Das habe ich ja zwar schon mal genommen, aber ich werde es jetzt nochmal nehmen. Ich habe es mal genommen, dann habe ich es mal ausprobiert, dann habe ich den Spielstand wieder geladen und es wieder gelöscht. Und ja, dieses Mal will ich das benutzen und durchziehen und ein paar Läden in Sanctuary und Co. aufbauen, um mir dann ein paar Kronkorken zu generieren, mit denen ich dann wiederum Ladungen kaufen kann, wie zum Beispiel Aluminium, Stahl oder was weiß ich, die ich wiederum benutzen kann, um Powerrüstungen oder so aufzuballern. Also Kronkorken in erster Linie werde ich dadurch erzeugen. Und ja, ich hoffe, das wird's bei, weiß nicht, wie viele Siedlungen habe ich schon, wenn ich in jeder irgendwelche aufbaue, werde ich ja wohl ein bisschen Geld hier generieren, oder? Gut, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten spannenden Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich allen fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.